Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Elder Scrolls Online Greymoor. Je nachdem wann ihr einschaltet, ist es live, aber meistens seht ihr hier eine Aufnahme von. Es ist nämlich gerade im Moment der 3. Juli 2020. Das halbe Jahr ist schon rum, man muss es sich mal vorstellen. Halbes Jahr Corona haben wir schon fast hinter uns. Seit Februar ging es ja richtig los. Mal gucken, wie lange es noch geht. Auf jeden Fall haben wir schon einiges geschafft dieses Jahr. Greymoor ist schon draußen, auf Konsole, überall. Und wir haben schon den neuen Monat im Store, im Kronenshop. Und da können wir mal gucken, was denn da jetzt im Moment die täglichen Belohnungen sind. Oder was die besondere Belohnung ist. Und hier sehen wir schon, die besondere Belohnung ist ein Psijic Maskottchen-Sensche. Ja, also dieser kleine Sensche hier mit dieser tollen Bemalung, Psijic-Bemalung. Der ist neu, ja, also kleiner Leopard, Puma, was auch immer. Und da muss ich sagen, ja, lohnt sich natürlich jetzt 21 Tage gut einzuloggen. Aber, huibu, ich habe schon ein Psijic Maskottchen Pony. Und, tja, wie soll ich noch mehr sagen? Ich habe noch mehr von den Psijic Teilen. Ich habe noch ein Psijic Maskottchen Bärchen. Ich habe noch ein Psijic Maskottchen Welpchen. Ja, und ich habe auch ganz viele von diesen kleinen, ja, Pumas hier, ne? Das ist jetzt stromfeste Sensual Puma. Wo ist er? Da ist er. Der gleiche, nur ohne Psijic. Ja, also die Belohnung ist jetzt diesen Monat nicht so abwechslungsreich, dass ich sagen muss, die will ich unbedingt haben. Ja, also dann habe ich ja dieses Junge hier nochmal. Aber ich habe halt jetzt schon so ein kleines Pumerchen. Und naja, vom Bärchen habe ich auch schon drei verschiedene. Also es könnte langsam mal ein paar neue Tierchen sich einfallen lassen. Weil, ja, so besonders ist das jetzt nicht. Ich laufe jetzt einfach mal mit diesem Psijic Maskottchen Pony rum, weil das relativ groß ist. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Sensche des neuen Mondes. Der sieht fast schon genauso aus. Ne, der sieht... Oh, der sieht doch ganz anders aus. Der hat sogar eine kleine Rüstung, der des neuen Mondes. Ja, okay. Der hat ja schon nochmal was. Aber ich muss einfach sagen, der ist jetzt nicht so abwechslungsreich wie dieses Pony oder so. Ne? Das ist leider so. Gut, besser als nix. Aber da hätten sie sich ein anderes als diese Psijic-Teile aussuchen können, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob es den auch schon im Shop gab oder so. Ob man den schon theoretisch kaufen konnte. Naja, laufen wir jetzt erstmal mit dem Pony rum. Und dann haben wir sowas Ähnliches. Hallo Marianne Becker, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sage immer Marianne. Hier steht ja Mariana. Mariana. Ist das so? Sage ich Marianna zu schnell? Marianne? Mariana? Vielleicht spreche ich es falsch aus die ganze Zeit. Aber genau, wegen dem einen N oder zwei N am Ende. A-N-A-A. Da gab es ja mal so ein Lied von... Boah. Was noch mal? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja Hammer. Mama. Hammer Mama. Wer war das noch? Ich glaube, das war auf jeden Fall die gleiche Gruppe, nur ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Man wird alt. So, dann gucken wir noch in den Kronenshop. Und da haben wir auch gute Sachen drin im Moment. Nämlich hier haben wir den Großdänischer Hund. Ja, also dänische Dogge. Der ähnliche. So, und sehr cool, ne? Muss man schon sagen. Das ist mal ein Hund, der nicht so oft zu sehen ist. Kostet im Moment 750 in ESO Plus. 1000 ohne ESO Plus noch 5 Tage. Je nachdem, wann er das Video guckt, ist er schon draußen. Und hier, naja gut, mit Jahresgemäxel Krone ist jetzt nicht so mein... ich will nicht schon wieder irgendwie ein Krönchen oder sowas haben. Ich meine, wenn, dann kann man sowieso nur hier diese anziehen, weil die ist richtig schön auffällig. Aber ja... Muss jetzt nicht unbedingt sein. Bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von. Kopfschmuck habe ich nämlich auch schon viel. Und hier der sterngeformter Wolfskopf. Ja, da ist sogar mit Robe dabei. Für 900 Kronen im Angebot. Also das ist was. Ja gut, wem es gefällt. Wenn man das mal auf Blau umfärbt, sieht es vielleicht ganz gut aus. Oder Weiß-Gold. Kann man vielleicht was draus machen. So, das auf jeden Fall noch 5 Tage verbleiben. Auch noch hier Königin der Finsternis, Nocturnal, gratis drin, wenn ihr ESO Plus habt.
Ja, hier mit ihren zwei Raben, Tauben, Vögeln, Krähen, was auch immer. Und ansonsten habe ich jetzt nochmal nachgelesen, auch diese Ratte hat 5 Slots. Jetzt steht es nämlich auf Englisch endlich da. Hat ein bisschen was gedauert, aber auch sie macht 5 Slot-Erweiterungen für alle Charaktere. So kriegt man also mittlerweile schon 10 Slots, extra Slots, wenn man die beiden hier kauft. Das ist doch schon mal was. Das war die Dogge. Reittiere haben wir immer noch das Pferd des Arena-Gladiators drin. Und ansonsten bei den Kostümen halt nur das. Ja, das Rachetagkleid sieht auch gut aus, ne? Ha, wenn da nicht so viel Rosa drin wäre, da würde ich mir das ja sogar als Robe nochmal überlegen für einen Magier hier, so für einen Zauberer. Naja. So, das war's erstmal für dieses Thema. Da die Spieluhren hatten wir letztes Mal uns schon angeguckt. Das Haus unten in der Schwarztiefe, diese richtige, das Vampir-Home, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ist scheinbar noch nicht drin, diese Kathedrale. Und von daher müssen wir uns damit nochmal später beschäftigen. So, und damit beschäftigen wir uns heute auch mit der Kathedrale, weil ich wollte euch kurz noch einen Ausgrabungs- und Spähbericht geben von mir. Ich habe jetzt fast alle Bereiche so immer einmal bis dreimal ausgegraben. Also hier sind, ne, ihr seht das, immer, dass ich wenigstens einmal diese ersten drei Sachen, die man in so einem Gebiet findet, automatisch findet. Habe ich schon mal ausgegraben. Ja, hier ist es bei Ödfels, da habe ich noch ein extra Teil gefunden. Aber ihr seht schon, ich bin da schon relativ viel am Graben und am Suchen. Das Problem ist halt einfach nur, man muss extremst viel graben und suchen. Wenn ich nämlich jetzt hier auf die offene Welt gehe und spähen möchte, ich habe noch ein Item, das kann ich nur spähen, wenn hier 5 von 5 ist, ja. Und das heißt, ich muss hier auf 10 kommen, der ist auf 8, ja. Und ich muss noch 34 Mal spähen. 34 Mal. 34, ich sag's nochmal, bis ich auf 9 bin. Und dann nochmal bestimmt 150 Mal oder mehr sogar, bis ich auf 10 bin. Leute, ich glaube, so viel spähen werde ich niemals. Also den Rang 10 hier mir zu holen, das wird, glaube ich, eine ganz schön schwierige Angelegenheit. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, so viel zu spähen. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe das Ausgraben zwar gut gefunden, aber leider muss das eine Item, was ich da unbedingt haben will, nämlich hier diese Echos von Altmeris, das hier, da braucht man 5 von 5 zum Erspähen. Und puh, ich glaube, das kriege ich erstmal nicht, das Einrichtungsgegenständchen hier. Das wird ein bisschen schwierig werden. Also, dafür muss ich noch ganz, ganz viel anderen Kram nochmal erspähen, 3 von 3 mal erspähen vielleicht, dass ich dann auch wirklich jeden Kodex-Eintrag dreimal habe. Ja, das kann man ja nochmal machen, dass man hier wirklich überall die 3 von 3 stehen hat. Aber boah, Bock, muss ich sagen, ist was anderes. Also richtig Bock dazu habe ich nicht. Aber immerhin, ihr habt es jetzt mal gesehen, ich bin dran. Ich werde noch ein bisschen was ausgraben und vielleicht werde ich irgendwann mal mindestens Rang 9 werden und dann können wir wenigstens nochmal den neuen Skill da angucken. Voraussicht heißt der dann. Okay, jetzt aber, was machen wir heute von der Storyline? Wenn ihr übrigens Fragen habt zum Kanal, zu mir oder zu irgendwas anderes, dann einfach einfragen in den Chat. Ich kann euch dann bestimmt antworten. Ich spiele im Moment Star Wars: The Old Republic, ich spiele im Moment WoW und Herr der Ringe Online. Das sind so meine drei Multiplayer-Online-Games, die ich so voraussichtlich die nächsten Monate noch spielen werde. Bei Dings spiele ich nicht, bei WoW, Shadowlands spiele ich nicht am Anfang mit. Außer auf meinem Kanal steht jetzt überall, du musst dringend Shadowlands spielen, aber das glaube ich nicht. Im Moment ist Herr der Ringe beliebt und Elder Scrolls. Star Wars spiele ich nur so nebenbei, das gucken nicht so viele. Aber das sind so meine drei Games im Moment. So, heute machen wir die Geschichte endlich weiter. Heute konzentriere ich mich voll auf die Geschichte, außer es kommen natürlich Nebenquests in der Geschichte vor. Das kann passieren. Wir sind bei Dunkle Wolken über Einsamkeit und wir sind in der Schwarzweite. Das heißt, der Eisgab-Zirkel und seine Verbündeten können vernichtende und unnatürliche Gramstürme auf das westliche Himmelsrand herabbeschwören. Fenorian meint, diese Stürme können die Leute in Gramumholde und geistige Gramf geistlose Gramvolle verwandeln.
wir müssen Einsamkeit Bericht erstatten. Das ist irgendwie alles schon passiert. Fenorian hat den Vampirattentäter und eine Hexe des Zirkels entdeckt. Er wird ihnen folgen, während Lyris und ich die Dornen zerstören, die sie in Vorbereitung des Gramsturmrituals aufgestellt haben. Jetzt haben also sogar wieder irgendwelche Attentäter, die die Königin gekillt haben, in der Schwarzweite Dornen aufgestellt. Hier diese beiden. Und die werde ich jetzt zerstören gehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie jetzt auch die Schwarzweite unsicher machen. Jetzt können wir endlich da unten rein. Und dann gibt es da auch schon wieder Stress. Beim letzten Mal haben wir einen angeheuerten Vampir erledigt. Und haben eine Ehe ruiniert. Weil der Ehemann hatte den Vampir engagiert und das ist alles nicht so gut gelaufen. Aber das könnt ihr im letzten Let's Play von mir sehen. Ist, glaube ich, noch nicht online. Weil ich bin die Teile noch alle am Schneiden. Ich habe noch ganz viel Elder Scrolls Material, muss ich sagen. Aber ihr seht, hier ist die Schwarzweite. Hier sind wir jetzt sofort. Gruselige Musik und sofort am Eingang auch hier ein Brief, den ich noch gar nicht gefunden habe. Für den Ruhm. Dies richtet sich an alle Abenteurer, Soldklinge und Zauberwerferhelden und Nichtsnutze. Verlangt es euch nach größeren Herausforderungen, dann probiert die Schlachtfelder aus. Sprecht mit Kampfmeister Riven, um weitere Informationen zu erhalten. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Da haben wir aber noch ein Buch. Die Käse von Himmelsrand. Ja, das ist doch schön. Da ist mal wieder so ein Käsebuch. Ich habe das schon mal gesagt. Ich finde das so lustig, dass sie sich hier mit Käse beschäftigen. Also hier könnt ihr kurz nachlesen auf 4 Seiten, was Mammutkäse ist und was es noch so alles für Käse gibt. Es gibt hier so ein Librarian Add-on und ich glaube, das ist schon mein zweites oder drittes Käsebuch. Ja, mein drittes Käsebuch schon. Die Leute bei Zenimax beschäftigen sich damit, die Käse der verschiedenen Länder oder Dörfer zu beschreiben. Das finde ich so lustig. Naja gut, vielleicht muss ich mir das irgendwann mal durchlesen, ob da wirklich was Lustiges mit dem Käse ist. Aber das finde ich schon faszinierend, dass man sich mit sowas beschäftigt. Als Spieleentwickler. Sehr geil. So, und dann habe ich einen Tipp von einem anderen Spieler bekommen. Und zwar einen Zuschauer bekommen. Und zwar über ein Add-on, das hier mir zeigt, wo die verschiedenen Artefakte sind und wie man die bekommt. Die verschiedenen Spuren, was das für Spuren sind, was ich noch für fehlende Einträge habe, was es alles für Spuren gibt, in welchen Zonen die überall sind, zum Beispiel hier nördliches Elsweyr. Da sieht man mal, das sind die Spuren, da sieht man mal, wo man die bekommen kann. Und ja. Da seht ihr das Safe Boxes in All Zones. Ja, also diese Diebesgildenboxen. Ne, da kriegt man die gut erhaltene Spiele und Mechanismus raus. Ich habe den immer noch nicht gefunden. Ich finde aber auch im Moment wenig Safe Boxes. Scheinen alle Spieler wegzuklauen mir. Auf jeden Fall ganz schön gemacht, dass man hier jetzt wirklich mal sehen kann: Dragon World Bosses. Ja, also Dragon World. Ja, Dragon bedeutet in Nord-Elsweyr. Drachen killen. Dann gibt es für das Mondphasenbuntglas was. Boahaha, ich muss noch Drachen killen gehen. Ne? Aber habe ich noch nicht gemacht und das ist doch ganz schön. Da kann man so ein bisschen sich drüber informieren. Was muss ich noch suchen? Was habe ich noch offen? Finde ich sehr cool. Hier sieht man halt 000, was ich halt noch nie gemacht habe. Kann man auch nachsortieren. Also sehr cool. Die drei Sachen habe ich alle schon mal ausgegraben. Die 4. Ne? Nur das hier alles noch nicht. Und das nur im nördlichen Elsweyr. Ne? Also wenn ich jetzt Roll Zones mache, dann sehe ich da überall, wo 0 steht, habe ich noch ziemlich viel vor mir, was ich alles noch nicht gefunden habe an Artefakten. So, das Ding heißt, falls ihr es wissen wollt, falls ihr euch das Add-on auch reinhauen wollt, Display Leads. So heißt das. Und damit könnt ihr diese Spuren nachverfolgen. Und Mariana, okay, sagt, ich bin ganz kurz vor 10 beim Spähen und 10 beim Ausgraben. Es war echt schlimm und ich bin froh, wenn ich es geschafft habe. Mariana ist also richtig am Reinhauen. Die will es schaffen. Ich habe ja eben schon gesagt, naja, ob ich so viel spähen werde. Aber wenn ich so viele Nuller noch sehe in dem Mod, in dem Add-on,
Da sehe ich ja, dass ich noch ganz viel erspähen kann, was ich noch nie erspäht habe. Und vielleicht bin ich dann auch beim Spähen schon auf Level 10, wenn ich das alles erledigt habe. Und Jennifer ist auch da. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier gerade auf dem Weg, dunkle Wolken über Einsamkeit zu beenden. Mit Fenorian und Lyris sind wir hier gerade auf den Spuren des Attentäter-Vampirs, des Einäugigen. Und wollen mal gucken, dass wir das heute abschließen können. Dafür müssen wir natürlich erstmal die Hexendorne finden. Und mal gucken, ob die hier einen Gramsturm erzeugt bekommen. Ich bin mal schwer gespannt. Ich muss mich selbst erstmal zurechtfinden. Ne? Ich kenne die Wege hier jetzt noch nicht von der Schwarzweite. Gibt ja viele, viele Wege. Sieht auf jeden Fall immer cool aus hier, das Ganze. Mit diesen Leuchtkristallen und dieser hohen Decke so. Ich bin das leider schon ein bisschen gewöhnt von... Aha, hier ist es. Moment, ich spreche gleich weiter, wenn ich den Kampf und den Kram... den Hexendorn gekillt habe. So, sehr schön, einer ist kaputt. Ich bin es leider schon gewöhnt von Herr der Ringe Online. Na, ihr kennt vielleicht den Film, da gibt es ja Moria. Und da gab es als zweites Add-on oder so war das, glaube ich, oder erstes Add-on sogar, gab es Moria. Die Minen von Moria als Add-on. Und das ist auch eine eigentlich... mehr als hier, also das ist nicht nur eine Schwarzweite, das sind dann so drei oder vier Schwarzweiten als unterirdische Zone. Da muss man schon sagen, darum bin ich das irgendwie gewöhnt, so in so eine Riesenhöhle rumzulaufen oder so, aber es ist schon cool, ja, es sieht hier natürlich nach viel besserer Grafik aus, viel schönere Effekte, viel cooler alles, aber gewöhnt in so einer unterirdischen Höhle durch die Gegend zu laufen, mit ganz vielen verschiedenen Etagen und ganz vielen verschiedenen Monstern und so. Ja, das bin ich schon. Von Herr der Ringe Online. Ist immer schlimm, wenn man zu viele Online-Spiele spielt. Dann hat man fast alles schon gesehen. Dann freut man sich immer über Neuigkeiten. So, also Minen von Moria waren super Add-on. Und jetzt habe ich hier irgendeine Quest. Ich sehe noch nicht, wo sie genau ist. Da liegt sie rum. Kelbarns Erledigungsliste. Meine Ziele für den heutigen Tag: Bergbauproben finden und sie zu Ingfrid, dem großgewachsenen Dämmerdorf, bringen. Mein Gedicht an Inquana fertigstellen. Im Herzen von Schwarzweite habt ihr meines gestohlen, jetzt kommt die Pleite. Ihr seid eine Gescheite. Dreht euch zur Seite. Man weiß es nicht genau. So, Berg die Bergbauproben. So, ein kleiner Sack mit in weiten Teilen wertlosen Steinen. Okay. Jetzt suchen wir Ingfrid, den Großgewachsenen. Mal schauen, wo der ist. Der ist in Dämmerdorf. Da müssen wir also auch da nochmal zurück, wenn wir die Quest mit den Hexendornen geschafft haben. So, und dann, genau, wollen wir mal hier hingehen. Also eine kleine Quest wieder gefunden. Bergbauproben. Und oh, da kommt schon der nächste Graben umholt. Pony könnte ich auch mal austreten eigentlich. Sehr gut. Alles kaputt. Und jetzt suchen wir Fenorian. Wo ist er? Das sind Grabenstürme machen. Da ist er. So, da gehen wir doch mal dahin. Da friert er mich hier total ein. Frechheit. Ein Fallmarsch-Fackelträger. So. Was hat Fenorian jetzt rausgefunden? Wie geht's jetzt weiter? Na, wo ist er denn? Da ist er. Ihr habt den Gramsturm aufgehalten, bevor er auch nur aufziehen konnte. Nun gilt es, den Vampir und die Hexe zu erledigen. Aber hallo. Gut gemacht, mein Freund. Ehe die Hexe ihr Ritual auch nur beginnen konnte, habe ich die Magika verschwinden sehen wie die Flamme einer ausgepusteten Kerze. Die Hexe und der Vampirattentäter sind nach Kargentams geflohen. Eine Dweme-Ruine. Wir können uns dort um sie kümmern. Hört sich gut an. Wir sollten erst einmal Lyris finden. Die Zeit drängt. Ihr geht zur Ruine. Ich suche Lyris und wir treffen uns dann dort. Sie liegt südöstlich von Dämmerdorf.
Falls ihr vor uns ankommt, geht hinein und bewacht den Eingang, bis wir eintreffen. In Ordnung, wir treffen uns in den Dwemer-Ruinen. Super. Wieder einen Schritt geschafft. Jetzt gehen wir gleich nach Kagenatatsamsum. Irgendwie so. Und geben jetzt noch schnell die Bergproben ab da. Mal gucken, vielleicht gibt es da noch ein bisschen EP für. Am coolsten sind wir einen Fertigkeitspunkt, kann ich immer gebrauchen. Ja, so langsam aber sicher kenne ich mich hier so aus mit den ganzen verschiedenen Wegen. Da steht er. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum da ein NPC steht. Jetzt wissen wir es. Moment noch. 27 Geodenkisten, 15 Spitzhacken, 5 Schubkarren, 42 frische Umschläge. Gut, ja, es gibt viel zu tun. Daher haben wir nicht viel Zeit. Worum geht es? Ich habe diese Proben bei der Leiche von Kelban gefunden. Leiche, was? Nun, da bin ich nicht überrascht. Er war nie besonders gut hierin. Er tat immer so, als wäre er besser als wir von der arbeitenden Bevölkerung. Doch er war eigentlich nur gut im Faulenzen. Na schön, ich bezahle euch für die Proben. Ihr hattet erwartet, dass er stirbt? Ja und? Früher oder später wäre er ohnehin gestorben. Ich habe ihn ja nicht gezwungen, den Auftrag anzunehmen. Demzufolge bin ich auch nicht schuld, wenn er zu dumm ist. Gebt mir einfach die Proben und verzieht euch. Frech, frech. Nehmt eure Proben. Nach diesem Beutel zu urteilen, scheint er umsonst gestorben zu sein. Passt ja. Jetzt muss ich einen Minenarbeiter finden, der wirklich weiß, wie man schürft. Nun, ich sagte, dass ich euch bezahle, also hier, bitte sehr. Danke sehr, und wir kriegen Kelbans Mantelet. Mantelet, interessanter Name. Die nordische Rüstung ist eure Belohnung für das Aufspüren und Zurückbringen von Bergbauproben. Kleine Quest, schnell erledigt. Geht weiter, Kamerad. Keine Zeit für sinnloses Geplauder. Ah, jetzt sagen wir ihm aber auch mal, dass er nicht sehr freundlich ist hier. Minenarbeit ist teuer und schwer. Hier unten ist dies sogar noch schwerer. Minenarbeiter überleben nur, weil sie zäh sind. Wie wäre es, wenn ihr eure Freundlichkeit nehmt und verschwindet? Tja, so komme ich mir manchmal auf den Ämter Deutschlands vor. Freundlichkeit braucht man nicht. Hauptsache, ist alles nach Paragraph 37.5,1278 frei geregelt und... oh Gott, ihr merkt, ich habe im Moment viel mit Ämtern zu tun, für Pflege, für Sozial, für alles Mögliche. Ist echt heftig gerade bei mir zur Sache im Real Life. Mann, wenn eure Eltern krank werden und Pflege brauchen oder so, das ist schon eine Nummer für sich. So, genau. Und das lernt man nicht in der Schule, genauso wenig wie Steuererklärung. Ich weiß ja nicht, wofür Schule gut ist. Das, was man im richtigen Leben nachher braucht, das kriegt man da nicht beigebracht. Führerschein. Alles so was. Und hallo, NEK, Lilie und Ludger Loh ist auch da. Hallo, gerade Stalingrad von 1993 gesehen. Kennst du? Nee, der sagt mir gerade nichts, der Film. Ich weiß nur, es gab gerade so einen Film, der wurde in einer Kameraführung aufgenommen oder so, so mit Grabenkämpfen und sowas. Auch so ein Kriegsfilm. Da war wohl das Besondere, dass der fast ohne Schnitt klargekommen ist oder so. Aber, boah, frag mich gerade nicht, was das war. Aber der hieß, glaube ich, auch so in etwa. Irgendwie 1954 oder so? Oder 45? Keine Ahnung. So, und Marianne Becker sagt, wenn man da 5-mal Proben abgibt, bekommt man eine Errungenschaft. Oh, Marianne, das ist ja mal cool zu hören. Also man findet mehrere von diesen Proben und kriegt dann eine Errungenschaft. Da hat Marianne uns schon wieder geholfen. Da gibt es ja so Spieler, die wissen das immer mit dem Käse, die man bei den Riesen essen muss. Und sie sagt das jetzt mit den Proben. Mal gucken, ob wir den auch finden. Einfach mal Proben irgendwas. Ich scroll mal ganz schnell durch. Das ist das Riesenkenner, ne? Ich muss noch irgendeinen Käse kennen. Dann habe ich diese. Zugänge zur Graumaukaverne finden. Ja, aber ist gut. Also schon mal gut zu wissen. Der will auf jeden Fall mehr Proben haben. Danke für die Info. Dann versuchen wir noch mehr Proben zu finden. So richtig finden tue ich das gerade nicht, aber jetzt wissen wir es ja. Also auf jeden Fall ist er jetzt unfreundlich. Vielleicht wird er noch freundlicher. So, und das hier sind übrigens die, die uns geholfen haben, hier den Vampir aufzustöbern.
Und das ist halt auch cool, dass man die jetzt immer noch sprechen kann. Ne? Die sind jetzt hier im Haus der Wache und die Frau, die sich von dem Mann getrennt hat, ist noch hier und redet auch immer noch über die Quest. Ich hoffe, unsere beiden Geisterjäger urteilen nicht zu streng über mich, weil ich ihnen so ein Dorn in der Seite war. Hätten sie sich diese Sache nicht angesehen, wäre Orlvas Treiben niemals aufgedeckt worden. Ich habe es ihnen schwer gemacht, aber sie haben Demmerdorf nie aufgegeben. Ich stehe in ihrer Schuld. Es ist so schön, dass die nachher nochmal die Quest so ein bisschen zusammenfassen und man nochmal drüber reden kann. Gibt es denn jetzt eine Zukunft für das Bergbaukonsortium? Ich werde diese Unternehmung nicht aufgeben. Das Bitterklinge-Bergbaukonsortium kommt auch ohne Orlva gut zurecht. Und ich ebenfalls. Da wir jetzt wissen, womit wir es zu tun haben, können wir entsprechende Maßnahmen für die Sicherheit unserer Leute treffen. Wir opfern niemanden mehr. Werden euch andere Vampire angreifen, da ihr nun keinen Schutz mehr habt? Möglicherweise, aber wir werden vorbereitet sein. Es mag nicht perfekt sein, aber besser als Unschuldige zu opfern. Orlva dachte, dies wäre der einzige Weg, um Demmerdorf zu retten. Er war verzweifelt und hat unbesonnen reagiert. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Ich finde das schön, dass man einfach nochmal mit denen reden kann. Die beiden erzählen auch, dass sie noch was hier bleiben und dass es ihnen hier gefällt und sowas. Also, es ist schon cool, dass man die NPCs wirklich nach so Quests noch immer über alles Mögliche ausquatschen, ausfragen kann. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt aber die Hauptstory weiter. Jetzt sollen wir hier in diese Mine hinein. Nee, Moment. Da muss ich jetzt aber. Da. Da unten sollen wir rein. Dann gehen wir hier an dem Auge mal vorbei, ne? Gucken wir, ob da eine Quest auf uns wartet. Ja, es bleibt spannend. Bin ich mal gespannt, was das für Dwemer-Ruinen sind. Ja, und wie war der Film, Lutgalu? Macht es Sinn? Ist das nur was für Kriegsfilmfans oder auch für die Allgemeinheit? So, und zack. Wieder Platinstaub. Ich habe jetzt aber auch das Schmuckhandwerk mittlerweile durch, also brauche mich auch nicht mehr darum zu kümmern. Und da ist wirklich eine Mine. Eine Ruine. Eine Dwemer-Ruine. In den Berg hinein. Aha. Jetzt sind wir im Düsterschreiterdorf. Faszinierend hier, das mit den leuchtenden Kristallen sieht immer schon cool aus. Wenn ihr mal im Europapark seid, müsst ihr mal dringend in diese Wasserbahn gehen. Da ist so eine Bergbauwasserbahn, die läuft, die ist nicht in einem echten Berg, sondern in so einem künstlichen Berg. Aber wenn man da rausgeht oder da durchgeht, den Berg durchgeht im Europapark, da ist so ein kleiner Laden, der verkauft Edelsteine, also so Natursteine und solche Sachen. Und da sind auch solche Geoden, also nicht so leuchtend und nicht so riesig, aber der hat auch so aufgeschlagene Steine, wo so Kristalle drin sind und so. Also wenn euch solche Kristalle interessieren oder so, die gibt's da zu kaufen und zu gucken. So, auf jeden Fall bin ich auf dem richtigen Weg. Hier ist wieder was Dwemer-mäßiges. Oh ja. Und da liegt wieder ein Kelban. Haben wir den nicht eben schon gefunden? Den Kelban? Ja, auf jeden Fall hat der jetzt keine Proben mehr dabei. Ich glaube, das ist die gleiche Le Leiche wie eben. Irgendeiner hat den hier hingelegt. Und jetzt sind wir richtig. Mehrere Dwemer-Wachposten. Okay. Dann hoffen wir mal, dass Lyris und Fenorien nachkommen. Hoffentlich komme ich da durch, vernünftig. Kaktnatzalps. So, ja, es geht auf. Im südöstlichen Teil der Dämmerdorf-Kaverne von Schwarzweite befindet sich die Dwemer-Ruine Kaknatamst. Sie muss Teil einer weitaus größeren dwemerischen Stadt gewesen sein, die einst über diesen Teil ihres Tiefenreichs herrschte. Wie allerdings für die meisten Einzelheiten zu den Dwemern gilt auch hier, dass der wahre Zweck der Ruinen wohl weiterhin ein Mysterium bleibt. Wir sind da. Finden wir diesen Attentäter. Okay.
Lyris ist pünktlich gekommen und wir gehen mal hier durch die Ruine durch. Aber sieht das alles schön aus. Und sehen schon wieder ganz viele Vampire hier. Lyris haut mit drauf. Todeshund ist auch erledigt. Vorsicht, ich spüre, dass hier noch andere Vampire sind. Ah, Fenorian ist auch da. Na, dann werden wir ja mal sehen, was hier so los ist. Ist das vielleicht die Vampirbasis hier? Haben die sich hier in der Schwarzweite breit gemacht? Ja, Unholde. Sie können nicht durch das Ritual entstanden sein, das wir aufgehalten haben. Man muss sie von einem anderen Ort hierher gebracht haben. Okay. Gram und Holde, die an so einer Spinne rum doktoren. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. So. Sehen so Dwemer aus? Ist das ein erstes Dwemer-Bild? Können wir bald mit dem nächsten DLC, mit dem nächsten Gebiets-DLC Ende des Jahres Dwemer spielen? Als Rasse auswählen? Nicht nur Nord- und Hochelfen, Elben oder Waldelben oder Bretonen, sondern auch Dwemer? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Wie viele Spieler bauen sich dann ein Zwerg zusammen? Ich glaube, dann gibt es hier Zwergenübermaß. Ja, das könnte ja auch ein DLC werden. Hier noch die Schwarzweite erweitern oder sowas. Noch mehr Stücke Schwarzweite oder so. Ja, ich bin mal schwer gespannt, was da kommt als DLC. Man weiß ja noch nicht mal, was als nächstes für ein Dungeon-DLC kommt. Welche zwei neuen Dungeons demnächst kommen. Ist ja noch nichts angekündigt. Und da haben wir Pentage Corp. Das ist wohl der Killer. Und der saugt hier gerade die Gemeinen aus. Das ist der Killer der Königin. Nehmt ihr die Jagd denn niemals auf? Ich lass mal meinen Clanbann ran. Und Lyris. Ich hab euch lange genug aufgehalten. Schwester Tarda wird die Exarchen wiederbeleben.